Ja, sehr schön. Toller Beitrag, oder? Ja, sehr interessant. Hätte ich auch nicht gedacht jetzt. Mensch, die Hunde. Ja, das ist ja echt interessant, was in deren Köpfen so von sich. Ja. Was hältst du denn so von Vorurteilen, von wegen, ja, in China essen die Hunde? Nee, stimmt sogar, das ist kein Vorurteil, oder? Also du kannst in China durchaus Hund essen, das schmeckt auch gar nicht mal so schlecht. Hast du schon probiert? Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht selbstverständlich, dass für Touristen in China, aber wenn man danach sucht, ist es auch nicht an jeder Straßenecke. Das ist auch nicht das chinesische Lieblingsgericht, weil es durchaus auch, soweit ich weiß, im Norden von der koreanischen Minderheit eingeführt wurde. Aber wenn man alle anderen Tiere essen kann, warum dann nicht Hunde? Ne? Muss man sich auch mal fragen. Also die essen ja auch Pferde. Das stimmt. Also ich jetzt nicht, aber kann man bestellen. Pferde. Kann man machen. Mensch, du kennst dich ja ganz schön gut aus. Wie kommt das denn? Wer ist denn? Du bist nicht ganz Chinesin, oder? Leider nein. Leider? Ja, wäre toll, wenn ich wenigstens irgendwas wichtig wäre. Nein, nein. Ja, ich bin zur Hälfte Chinesin und zur Hälfte Deutsch. Und ja, habe von beiden Seiten das Beste mitgekriegt, wie man sieht. Sehr schön. Und es studieren ja ganz schön viele Chinesen in Hamburg oder gerade auch in Deutschland. Was meinst du, woran das liegt? Also wie man bei unserer Uni gut sehen kann, an den super Studienbedingungen, der Klassebetreuung. Ja. Nein, also Hamburg hat ja auch als Standort... Ich habe die Ironie so leicht herausgehört, so ganz leicht. Ja, also Hamburg hat als Standort auch einen bestimmten Attraktivitätswert, weil es ja direkt eine Hafenstadt ist, die sehr viele Handelsbeziehungen zu China hat. Deswegen leben allein aus wirtschaftlichen Gründen sehr viele Chinesen hier, die auch sehr viel Geschäft betreiben. Wir haben 300 Unternehmen, die sich alle hier angesiedelt haben mit Tochtergesellschaften und anderen Ablegern. Und ja, es ist einfach sehr gut betreut und man hat eine gute Praxis hier, die man an anderen Unis nicht hat, die auch China-Studiengänge anbieten oder für Chinesen interessante Studiengänge anbieten. Aber das ist gut. Sehr schön. Gut, das mal gehört zu haben. Wir kommen zu unserem nächsten Beitrag. Und zwar zu ISEC, der Praktikumsbörse für Studenten. Hallo, ich bin Katharina. Wir stehen hier vor dem Kühlgarten. Hier bei mir ist Sue. Und was machst du jetzt hier vor dem Kühlgarten? Diese Woche ist ja Hamburg Meet Asia. Das ist die ganze Woche, also geht es bis 26. November. Und das ist einfach von ISEC organisiert. Ja, heute Abend ist ja diese Eröffnungsfeier. Und was interessiert dich daran besonders? Hier einfach Leute kennenzulernen, die sich für China interessieren. Und es gibt ja ein tolles Programm. Also es kommt ein Kung-Fu-Weltmeister und wird hier das vorführen. Und dann gibt es noch ein leckeres Buffet und darauf bin ich sehr gespannt. Dankeschön zu und jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an. Ich bin Katharina Plewke, die Präsidentin des Lokalkomitees Hamburg von ISEC. Und wir haben heute Abend hier eine Veranstaltung zum Thema interkulturelle Vielfalt. Das Ganze nennt sich Hamburg Meets Asia. Und es freut mich, dass auch ihr hier seid. ISEC ist ein Eigenbegriff. Wir sind eine studentische Organisation, weltweit die größte, mit um und bei 50.000 aktiven Studenten, die weltweit sich engagieren. Und wir bieten den Studenten die Möglichkeit, sich vor Ort zu engagieren und Führungspositionen zu übernehmen oder internationale Praktika zu machen. Asien ist wichtig, weil Asien momentan ein großer aufstrebender Markt ist. Das heißt, wir haben gerade auch als Studentenorganisation, wenn wir Praktika vermitteln, die Möglichkeit, wahnsinnig viele Unternehmen anzusprechen. Mein Name ist Hendrik Henkel. Ich bin auch Mitglied des Lokalkomitees ISEC in Hamburg und freue mich auf diesen Abend. Es ist ein tolles Projekt, was hier auf die Beine gestellt wurde und ich bin sehr froh, Gast zu sein. Heute ist die Eröffnungsveranstaltung im U Garden Restaurant mit 120 Gästen. Es schließt sich eine einwöchige Projektwoche an. Das Ganze steht unter dem Thema Hamburg meets Asia. Das heißt, wir versuchen als Studentenorganisation Hamburg und Asien zu verbinden, an der Universität Asien bekannt zu machen und einfach den interkulturellen Aspekt dabei in den Vordergrund zu heben. Ich bin bei ISEC, weil es die tollste Möglichkeit ist, während des Studiums interkulturellen Austausch zu machen. Das heißt, ich kann sofort ins Ausland gehen, Praktika machen. 20.000 Praktika jedes Jahr stehen mir zur Verfügung.
Ich erlebe Interkulturalität in Hamburg, indem wir jedes Jahr ungefähr 25 Praktikanten aus der ganzen Welt nach Hamburg holen, sie hier betreuen. Und ISAC bietet mir die Möglichkeit, in Teams zu arbeiten, Führungsverantwortung zu übernehmen. Der ganze Bereich des Soft Skills, das deckt alles ISAC ab. Ich bin Jan, ich bin Student der VWL, mittlerweile im 5. Semester, bei ISAC seit gut einem Jahr. Ich bin im Incoming Exchange Team, das ist eins der 5 Teams bei ISAC. Und was mache ich da? Da hole ich genau die Leute aus aller Welt nach Hamburg und habe echt die Möglichkeit, live mit denen zu reden. Und das ist einfach geil. Das rockt. Ganz starkes Wir-Gefühl ist da. Es ist ganz sympathisch einfach. Es macht Spaß. Die coolste Aktion bis jetzt. Also ich fand ziemlich geil den Bierbox-Race um die Alster rum. Da haben wir Stationen aufgebaut und man musste, währenddessen eine Kiste Bier leer machen. Wart ihr betrunken? Wir waren natürlich nicht betrunken, weil wir nur Malzbier trinken. Super Beitrag, oder? Ich bin dann wieder mal fassungslos. Hat mir auch wieder super gefallen. Ja, was für eine tolle Sache. Mhm. Ja. Was hast du denn jetzt noch vor im weiteren Studienverlauf? Willst du auch nochmal nach China rüberreisen und dann Praktikum machen? Oder ja, das wäre Best-Case-Szenario. Also ich möchte nächstes Jahr, wenn es geht, mein Semester oder ein Jahr rüber, um wirklich auf die Sprache zu vertiefen und versuchen, innerlich ein besserer Chinese zu werden. sprichst du denn schon fließend, oder? Immer relativ. Also ich werde schon überleben, aber jetzt irgendwas speziell vertieft erklären kann ich leider, glaube ich, auch nicht. Bist du denn zweisprachig aufgewachsen? Einsprachig. Deswegen ist mein Deutsch nicht so gut. Das ist so ein bisschen mitbekommen. Ja, also ich war in der 11. Klasse als Austauschschülerin ein Jahr in Peking und habe da alles gelernt, was ich jetzt kann, was ausreicht erstmal. Ja, ja, ist ja auch eine gute Zeit, würde ich sagen. Es war eine gute Zeit. Und sag mal, kann man denn in China irgendwie Döner finden? Habe ich denn Erfolg, wenn ich jetzt nach China gehe und dann einen Döner suche? Also wenn du speziell nach Döner, D-Ö-N-E-R, suchst, vielleicht nicht, aber wenn du Kebab suchst oder beziehungsweise Fleisch vom Spieß und Brötchen suchst, dann findest du das unter anderem auch in China ohne türkischen Einfluss. Also es gibt ja auch von der kurdischen Minderheit so einen Kebab-artigen Snack, aber den Döner, den du hier von Kemal um die Ecke findest du in China jetzt, glaube ich, nicht. Ja. Und den Döner, den man in der Mensa findet, den gucken wir uns jetzt an. Der ist nämlich neu. Hast du schon probiert? Nein, wow. Nein. Mensch, ich auch nicht. Aber trotzdem, hier kommt der Dönerbeitrag. Gleich in die Mensa. Okay.